Erinnern Sie sich noch an Sapporo 1972? Für mich ein erster, erfreulicher Kontakt mit Japan. Heute fahre ich zwar kein Skirennen mehr, heute kommt es mir viel mehr darauf an, rechtzeitig an Ort und Stelle zu sein. Bei jedem Schneetreiben, bei vereisten Strassen oder steckengebliebenen Auto. Und dabei habe ich Japan ein zweites Mal schätzen gelernt, durch seinen neuesten Alleskönner, den Subaru. Eigentlich sieht man auf den ersten Blick nicht, dass der Subaru ein ganz spezielles Auto ist. Ein Haufen Stationswagen haben eine sportliche, persönliche Linie. Verschiedene andere Fahrzeuge haben auch vier Seitentüren und eine grosse Hecktüre. Auch bei ein paar anderen lässt sich die Ladefläche durch zwei Handgriffe verdoppeln. Und übersichtliche Armaturenbretter und schöne Polster gibt es auch schon. Der serienmässige Heckscheibenwischer ist da schon seltener. Aber da kommen die überraschenden Unterschiede vom Subaru Allzweckwagen. Die Hecktüren ist so hoch, dass sogar eine 50 Liter Milchkanne ohne Problem verstaut werden kann. Und dann die 20 cm Bodenfreiheit. Oder der Schutzschild unter dem Wagen, wo schon auf etwas Spezielles schliessen lässt. Aber der Subaru lebt auf der Straße. Kommen Sie mit! Der Subaru hat einen 1600er Umweltschutz-Boxermotor. Alle vier Gänge lassen sich exakt schalten wie bei einem Sportwagen. Und dann der erste Höhepunkt, die phänomenale Straßenlage. Der Grund ist einleuchtend. Frontantrieb und unabhängige Aufhängung aller vier Räder. Das gibt's sonst nur bei Sport- und Rallye-Fahrzeugen. Und jetzt der Clou des Subaru. Er hat zusätzlich Vierradantrieb. Leichter Druck auf den Hebel und schon sind alle vier Räder angetrieben. Ohne anhalten, ohne Gas wegzunehmen. Ist das nicht ein echter Geländewagen? Und übrigens braucht er nur 10 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Der Subaru wird im Großkonzern Fuji Heavy Industries in Japan hergestellt, von der Streag AG in Zapfenwil in die Schweiz eingeführt und durch fast 100 Vertreter im ganzen Land verkauft. Es interessiert Sie jetzt sicher, was der Allzweck Subaru kostet. Ich darf es Ihnen nicht sagen. Aber sein Preis ist sehr, sehr volkstümlich. Ihre Zeitung sagt es Ihnen morgen oder der Subaru-Vertreter in Ihrer Nähe. Und dann kommen Sie auch zum gleichen Schluss wie ich. Endlich ein echter Allzweckwagen. Der Subaru.